Willkommen zum neunten Tutorium in Mathematik. Wir sind halt hier bei der Aufgabe 6a und sie die Gleichung der Tangentialebene. Okay, mir persönlich gefällt der Begriff Tangentialebene nicht. Er kommt halt eher aus der Mathematik. Das Ganze heißt in der Physik ein bisschen anders. Das ist das totale Differential. Also ich denke mal, das werdet ihr auch eher schon gehört haben. Ja, die Schreibweise ist auch so ein bisschen, also es ist schon richtig, aber ich finde sie nicht besonders einprägsam, besonders nicht, wenn wir hier vorher schon die ganzen Ableitungen immer wieder geübt haben. Deswegen erstmal können wir hier Schrägstrich totales Differential. Totales Differential erstmal auch benennen. Und ich finde die Formel hier, naja, das, dieses, wir können halt hier schreiben, z minus z0, das ist das z an der Stelle x0, y0, dann würde ich halt hier ist gleich die Ableitung nach zx und dort mit dem x-Wert 0, deswegen zx0, x minus x0 hinschreiben und das Ganze halt plus zy mal x, also von 0 mal x minus x0. Im Grunde in der Physik sagt das Ganze aus, die Summe der gesamten Veränderungen, also das ist ja hier quasi oder die Veränderung an sich, also das kannst du ja hier im Grunde halt auch als Delta Z schreiben. Ist nichts weiter als ja die Veränderung von Zx0, also in der x-Richtung, na x minus x0, und die Veränderung in y-Richtung x minus x0. Daher kommt das, also das ist im Grunde so eine Ebene, also so dreidimensional. Und dann haben wir hier, naja, eine Ebene. Ich hoffe, das kann man ein wenig erkennen. Und hier haben wir halt auch so wie Streifen. Und hier haben wir irgendwo so einen Hügel, wo sich das Ganze halt anpassen soll. Und dann nähert sich das Ganze halt hier an. Und die Physiker fragen halt nicht in so einer Ebene, das ist halt hier eher so diese mathematische Betrachtungsweise. Wo schmiegt sich diese Ebene halt hier am besten halt an? Das ist der Kerngedanke halt dort hinter. Also deswegen halt auch die Tangentialgerade war halt, wenn wir uns das halt bei x und y halt vorstellen und wir hatten hier so eine Gerade oder nicht gerade, sondern nochmal zurück yx und wir hatten hier zum Beispiel hier irgendwie so eine Parabel und dann hatten wir hier quasi, was ich jetzt grün zeichne, als Tangente, die sich hier irgendwie an diesen Punkt halt ranschmiegt. Genauso haben wir das hier auch, aber hier haben wir es halt mit einer Ebene zu tun. Also wir sind ja im quadratischen Raum, die sich hier irgendwo anschmiegt. Also an diesem Punkt. Okay, das nur zur Verdeutlichung. Wir fangen einfach nur mal mit der Berechnung halt an. Und ihr werdet sehen, das Ganze ist relativ harmlos. Ja, ich würde halt hier logarithmisch ableiten und das einmal nach x und einmal nach y, weil wir hier dieses y durch x hier oben zu stehen haben. Also haben wir, können wir dann schreiben, ln z ist gleich, naja, denn das ln x plus, na, ln e, na, bleibt halt einfach nur hier der Exponent halt noch stehen, 1 durch x. Dann
das Ganze halt abgeleitet, das z mal zx, wir leiten ja nach x ab, ist gleich hier 1 durch x plus, und da müssen wir halt mit Hilfe der Quotientenregel ableiten, also u' mal v minus v' mal u durch v Quadrat, während u gleich y ist und damit u' gleich 0 ist und v ist gleich x und v' gleich 1. Das Ganze halt in dem Sinne zusammengebastelt haben wir halt einfach hier ein Minuszeichen, weil das Ding hier 0 wird, minus v' na 1 mal u, na haben wir hier y und hier durch v Quadrat, also durch x Quadrat gerechnet. Gut, jetzt das Ganze mal z genommen, dann haben wir hier zx zu stehen und z ist ja hier e hoch, also ist doch hier x mal e hoch yx, das x bringe ich hier gleich rein, dann haben wir hier halt e hoch yx zu stehen, Klammer auf, da haben wir hier ein x durch x, das wäre 1, minus y durch x, weil sich das ja so weiter rauskürzt. Gut, das hätten wir jetzt einmal nach x abgeleitet. Jetzt können wir das zx0 halt bilden. Wir setzen nämlich dieses zxy0, setzen wir halt hier ein und schauen, was dort rauskommt. Da haben wir e hoch minus, nee, haben wir e hoch 1/2 heraus. In Klammern 1 minus 1/2. Oder? Minus minus ergibt plus 1 minus 1/2, also plus 1/2. Und das Minus hier minus 1/2, also haben wir hier auch 1/2 in der Klammer. So, jetzt brauchen wir noch zy. Ja, das machen wir halt genau dasselbe, nur leiten wir jetzt hier nach y ab. Da haben wir dann ln. Naja, müssen halt hier nochmal. Also wir gehen jetzt hier wieder von der Gleichung aus, nur dass wir halt die nach y ableiten. Dann haben wir halt hier zu stehen. So, jetzt können wir weitermachen. Dann haben wir halt hier zu stehen, 1 durch z mal zy ist gleich das Ganze, also 1, diesen lnx, da ist ja kein y drin, also wird es 0, plus, naja, haben wir hier 1 durch x einfach zu stehen, dann mal z und dieses z wieder resubstituiert in x mal e hoch y durch x, na, da haben wir dann einfach zy ist gleich e hoch y x durch x, und dann haben wir halt hier auch das zy, was wir halt zy 0, da haben wir e hoch 1/2. Gut, jetzt fehlt uns einfach nur noch das z0, also das Ganze hier eingesetzt, da haben wir dann minus z0 ist gleich, also hier diese x wird minus 2, also haben wir hier minus 2 hoch e hoch 1/2. Okay, jetzt haben wir alle Zutaten, die wir brauchen, um das alles halt genau hinzuschreiben. Und da war ja die Formel. Also dort hatten wir halt z minus z0, also hier minus 2e hoch 1/2 ist gleich, da hatten wir zx0,
Na, da haben wir hier die e hoch 1/2 mal 1/2, also können wir hier auch 1/2 vorschreiben. Und x minus x0. Und x0 war minus 2. Genau. Also haben wir hier plus 2 zu stehen. Dann kommt noch dazu plus, naja, die zy0, also da haben wir e hoch 1/2. Und das Ganze halt mal y minus y0, und y0 war 1 und deswegen plus 1. Gut, dann haben wir, können wir das Ganze halt hier beide Seiten durch e hoch 1/2 teilen. E hoch 1/2. Dann haben wir hier zu stehen. Ah nein, 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 nein. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Okay. Das ist ja hier ein Minuszeichen, das darf man nicht vergessen. Wir können jetzt aber z, also hier diese 2e hoch 1/2, das ist ja ein Plus davor, wenn wir jetzt mit minus e hoch 1/2 rüberbringen. Minus 2 hoch e hoch 1/2. Und haben wir hierzu stehen 1/2 e hoch 1/2. Das ist z. x plus 2 plus e hoch 1/2 mal y plus 1 minus 2 e hoch 1/2. Jetzt können wir das e hoch 1/2 noch ausklammern. Und dann haben wir hier zu stehen e hoch 1/2 mal in Klammern 1/2 plus 2. Naja, da können wir jetzt hier 1/2 x draus machen plus 1 plus, jetzt haben wir ja hier noch die y, haben wir y plus 1 und halt hier noch die minus 2. Und die minus 2 kürzen sich halt mit oder verschwinden halt durch diese beiden 1. Also haben wir am Ende hier einfach nur noch zu stehen e hoch 1/2 in Klammern 1/2 x plus y. Also das können wir jetzt hier auch schnell noch wegmachen. Jetzt hier nicht nochmal eine Zeile. Deswegen einfügen. Also dann können wir 1/2 x plus y. Ja, das war's halt hier auch schon zu. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ja.